Hier war ich doch eben schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Scheint zu halten. Ein echter. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt? Das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts. Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... jemand die Röhre eingeölt. Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat. Das Blitzlicht könnte helfen. Das ist eindeutig nicht mehr der Kanal. Aber was ist das hier? Es sieht beinahe wie ein Bunker aus.
Oder ein Gefängnis. Was es auch ist, ich muss raus hier. Und ich brauche eine andere Lichtquelle. Hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an, aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Hier liegt etwas sehr Kaltes, Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. Es ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 cm lang und ziemlich schwer. Das ist der Seelenschlüssel. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Was ist das? Etwas Weiches. Ein Lappen. Ich hab ihn. Ich wickle den Lappen um die Stange und stopfe ihn oben etwas in die Öffnung. Ja, so müsste es halten. Ich tunke meine selbstgebaute Fackel ins Öl. So, sie ist mit Öl getränkt. Ich steck das mal hier in die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Auch bei Licht sieht das aus wie ein Schlauch. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Eine Art überdimensionaler Wasserhahn. Daran ist ein Anschluss für Schläuche. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosion noch öffnen lassen. So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. Thank you.
Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Da tut sich nichts. Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Sieht aus, als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Dann wollen wir mal sehen. Oh, da gibt es sogar einen Lichtschalter. Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Na bitte, geht doch. Ein großer dunkler Raum und Gitterstangen. Ich kann kaum was erkennen. Wir haben dich erwartet, Darren. Was soll das? Wer sind Sie? Du wirst einige Tage unser Gast sein. Was habt ihr vor? Und was habt ihr mit Angelina gemacht? Nein. Nein! Ich gehe jetzt. An Flucht ist nicht zu denken. Dies ist ein alter Bunker der Home Guard aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen dir und der Freiheit liegen meterdicke Betonwände, Stahl und Felsen. In wenigen Tagen werden wir dich holen, Darren. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Verdammt nochmal! Was wollt ihr nur von mir? Warum musstet ihr Angelina als Köder benutzen? Warum sie? Ich werde euch finden! Ja! Sieht wie ein Schraubenzieher aus. Warum der wohl hier liegt? Eine knapp 2 Meter lange Kette. Ein Gascampingkocher. Vermutlich soll ich damit meine Mahlzeiten aufwärmen. Das ist so ein Ding, mit dem man Gasflammen entzünden kann. Ein Metallstück wird über so eine Art Feuerstein gerieben und dadurch entstehen Funken. Ein massives Vorhängeschloss. Ziemlich alt. Mit einem großen Schlüsselloch. Wenn das funktionieren würde, hätten sie mir sicher nicht den Schraubenzieher hier liegen lassen. Auch wenn es alt ist, ist es sehr stark. Das werde ich nicht aufbrechen können. Jetzt könnte ich einen Schweißbrenner gebrauchen. Oder? Schweißpulver. Das ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminiumpulver. Das Zeug verbrennt bei fast 2500 Grad und kann Eisen damit locker schmelzen. Und Eisenoxid ist ein Bestandteil von Rost. Davon gibt es hier genug. Aluschalen mit Fertigessen, wie es scheint. Das ist nicht das Zeug, das man im Supermarkt bekommt. Sieht eher aus wie von einem Bringdienst. Ich nehme nur eine mit. In Ordnung. Ich schabe mit dem Messer vorsichtig Aluminium ab. Das kann jetzt etwas dauern. Ich habe ein kleines Häufchen Aluminiumpulver auf den Seiten aus dem Märchenbuch gesammelt.
Abgeschlossen. Abgeschlossen. Die Eisenstäbe sind mit Rost bedeckt. Trotzdem lassen sie sich kein Stück bewegen. Gut. Ich hoffe, ich bekomme genug Rost herunter. So. Das Rostpulver ist mit dem Aluminiumpulver vermengt. Ist sicherlich kein optimales Schweißpulver, aber fürs Schloss wird's reichen. Das war's. Das Schweißpulver ist im Schloss. Ich sollte die Flamme nicht so lange brennen lassen. Wer weiß, wie lange das Gas reicht. In Ordnung. Sie brennt. Aber ich muss mich beeilen. Sie wird nicht ewig brennen.